Das nenne ich Musik. Ich möchte euch alle recht herzlich willkommen heißen. Es ist mein 60. Geburtstag. 60, das ist schon ein schönes Alter, besonders wenn man so viel erlebt hat wie ich. Man denkt an alle fröhlichen und auch traurigen Stunden. Man freut sich über seine Familie und weiß, dass die Kinder zurechtkommen. Und ansonsten kann man nur hoffen, dass die geladenen Gäste kommen und dass die ungebetenen Gäste wegbleiben. Aber bist du taub, das doch Christian? Hallo Michael! Hey, Christian, schön zu sehen. Hi, gut aus. Dankeschön. Meinst du, dass du gesehen hast, dass du Fuß aus Paris gekommen? Ja. Komm, lass uns gehen, wir sind uns erst noch geeinigt. Nimmst du mal das Gepäck? Michael, ich mag das doch nicht alles! Mette, bitte stell dich jetzt nicht so an, ja? Ich schlepp das nicht den ganzen Weg! Du kannst auch nach Haus fahren, wenn du willst. Die Beerdigung war schön, nicht? Wie Vater gesprochen hat. Ja, sie war toll. Und wie Oma gesungen hat und überhaupt. Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ich trinke was. Siehst du doch. Nein, was machst du überhaupt hier? Du fragst mich, was ich im Hause meines eigenen Vaters mache? Wenn du schon nicht zur Beerdigung deiner Schwester kommst, dann musst du auch nicht zum Geburtstag deines eigenen Vaters kommen. Pass auf. Misch dich einfach nicht in das ein, was ich tue. Ich misch dich nicht ein in das, was du tust. Ich misch mich ein in das, was du nicht tust. Du bezahlst deine Schulden nicht. Du musst dich an, wenn ich Geburtstag habe. Du interessierst dich für niemanden, nur für dich. Oh, jetzt fängt ihr auch noch an! Ich hab langsam keine Lust mehr, ich fahr jetzt nach Hause. Diesen Scheißdreck muss ich mir noch nicht bieten lassen. Mutter! Christian, mein Schatz, schön, dass du doch noch kommen konntest. Hey, nicht so stürmig. Gut siehst du aus. Hab ich schon geguckt? Die sind da bestimmt irgendwo. Ich kann doch nicht in diesen pinkigen schwarzen Schuhen auf das Fest gehen. Mein Vater fällt total aus. Dann werde ich sie wohl vergessen haben. Okay, dann fährst du jetzt auf der Stelle nach Hause und holst sie. In einer Stunde essen wir. Bis dahin sind sie da. In Ordnung? Das Auto steht. Das ist doch nicht mein Problem. Ich gehe doch nicht in Socken aufs Fest. Kann doch jetzt nicht nach Hause fahren. Was sollen denn deine Eltern von mir denken? Ich weiß nicht, was du kannst und was du nicht kannst. Ich gehe doch nicht in diesen Schuhen auf die Feier. Weißt du was? Ich packe für dich! Ich packe für mich! Und wenn dir daran irgendetwas nicht passt, dann mach deinen Scheiß doch alleine! Pass auf, jetzt sag ich dir mal was! Das Packen ist allein deine Sache und nur darum hast du dich zu kümmern! Und wo verdammt meine Schwulen sind! Das ist deine Schuld, dass wir hier bei dieser verpissten Familie sind! Das ist der 60. Geburtstag von meinem Vater und du hast mir überhaupt nichts zu sagen! Heute Abend mache ich nämlich das Dessert. Du hörst gar nicht zu, Christian. Doch, doch. Weißt du, heute bin ich echt die Einzige, die noch hier rumhängt. Ihr fliegt dann in Paris rum und alles. Ihr seid alle echt so wichtig. Wolltest du nicht eigentlich nur ins Bad? Ach ja. Michael! Ja? Tu mir einen Gefallen und benimm dich heute Abend wie ein Mensch. Lass deine Finger von dieser Michelle. Es wäre mir lieb, wenn heute Abend alles glatt geht. Meinst du, du schaffst das? Als gefährlich erwies es sich, wenn Helge ins Bad wollte. Wenn er das wollte, dann rief er als erstes Linda und mich zu sich. Schloss die Tür hinter uns ab, verdunkelte das Zimmer, zündete eine Kerze an. Denn es sollte romantisch sein. Dann legte er uns auf die grüne Matratze, die jetzt auf den Müll gekommen ist. Dann zog er sich aus, dann zog er uns aus und hat uns vergewaltigt, hat uns sexuell missbraucht. Hatte Sex mit den lieben Kleinen. Helge, Geburtstag mit den Armen wurde aus dem großen Junge der Entschuldigung, Geschichte. Entschuldigung. Was ist denn heute? Ich wollte noch mal kurz sagen,
dass hoffentlich niemand glaubt, was Christian da gerade gesagt hat. Er ist mein Bruder. Ich liebe ihn. Aber was er da gerade gesagt hat, das stimmt einfach nicht. Ich müsste es doch am besten wissen, oder? Ja, natürlich. Entschuldigt bitte, wenn ich schon wieder störe. Aber wollte ich vorhin noch etwas Irreführendes gesagt haben. So tut es mir leid. Immerhin sind Sie heute hier, um den 60. Geburtstag meines Vaters zu feiern und nicht wegen sonst irgendwas. Ich möchte das wieder gut machen. Mit einem anständigen Soul auf Helge. Ja, gut so. Lasst uns auf den Mörder meiner Schwester gehen. Christian, hörst du mich nicht? Bist du verrückt geworden? Christian! Hi, I'm Christian. Welcome to this unusual birthday party. I hope you're fine. Let's have a drink here. Hey! See you! Was hältst du davon, wenn ich mal ein paar Worte sage? Ich könnte zum Beispiel erzählen, wie du als Kind schon so krank im Kopf warst. Wie du allen anderen fröhlichen Kindern alles kaputt machen musstest. Ich könnte auch erzählen, wie dein Vater und deine Mutter nach Frankreich gefahren sind, wo sie sich aus der Heilanstalt holen wollten. Dort hast du gelegen, krank, im Kopf voll gepumpt mit Medikamenten, zur großen Verzweiflung deiner Mutter. Du hast dich immer nur um dich gekümmert, um dich und um deinen kranken Kopf. Jetzt kommst du hierher und bewirfst die Familie, die immer nur dein Bestes wollte, mit Dreck. Ja, selbstverständlich. Willst du... Kommst du mit? Bekomme ich mein Brötchen? Ja.